Schwester, lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Welcome, brothers and sisters. Shall we begin with silent prayer? Amen. Amen. Okay, willkommen. Welcome once again. Wir werden jetzt unsere Vorträge über das Thema des Gerichts fortfahren. So we're going to continue with our presentation on the judgment. Und gestern haben wir bereits gesehen, basierend auf dem biblischen Zeugnis, and yesterday we could see, based upon the testimony of the Bible, dass es ein Untersuchungsgericht geben muss, that there must be a judgment, an investigative judgment, bevor es ein Gericht geben kann, wo das Strafmaß dann verhängt wird. Before there can be a judgment where punishment is executed. Und zwar haben wir gesehen, dass bei der Wiederkunft Christi die Gerechten auferweckt werden. And we came to understand that by the return of Christ that the righteous would be resurrected und verherrlicht werden. And glorified. Und wir haben ebenso gesehen, dass die Gerechten einen Anteil haben am Gericht über die Ungerechten und über die gefallenen Engel. And we also came to understand that the righteous, that they take part in the judgment of the unrighteous and also the judgment that would befall fallen angels. Und aber dass die Gerechten ebenso gerichtet werden müssen. But that also the righteous must first be judged. Und so haben wir gesehen, dass wenn jetzt hier Jesus wiederkommt, was hatte er dann nochmal mit sich? So we saw at this point when Jesus returned, what did he have with him? Genau, er hat seinen Lohn mit sich. Und was war dieser Lohn? He brought his reward with him. And what was that reward? Genau, dieses ewige Leben. Eternal life. Aber werden hier alle auferweckt, wenn er wiederkommt? But are all going to be resurrected at this point when Jesus returns? Genau, wir haben gelesen in Offenbarung 20, dass nur die Gerechten auferweckt werden. We read in Revelation 20 that it's only the righteous that are resurrected at this point. Aber die Ungerechten werden weiterhin in ihrem Grab bleiben. But the unrighteous are going to continue to lie in their graves. Und zwar für 1000 Jahre. For 1000 years. Ja, und in diesen 1000 Jahren werden die Gerechten, die hier auferweckt werden, mit Jesus im Himmel sein. And during these 1000 years, the righteous that are resurrected at this point are going to dwell with Christ in heaven for that 1000 years. Und dort werden sie ein Werk des Gerichtes über die Ungerechten und über die gefallenen Engel durchführen. And during that time, they're going to exercise judgment upon the unrighteous that still lie in their graves and fallen angels. Und zwar werden sie dort in dieser Zeitspanne das Strafmaß zusammen mit Jesus bestimmen. And in that time period they are going to decide what the measurement of punishment for each and every one is. Aber wenn Jesus jetzt hier wiederkommt und jetzt eine Gruppe auferwecken wird, but when Jesus returns at this point and resurrects one group, dann muss ja schon vorher feststehen, wen er jetzt überhaupt auferwecken darf und wen nicht. Then it has to have been predetermined who he is going to resurrect and who he is not. Und das haben wir hier auf Seite 211 in eurem Begleitbuch gelesen. Wir können da mal hingehen nochmal. We read this in page 211 of your notes, and please go there now. Und zwar in Lukas Kapitel 20, Verse 35 und 36. And it was in Luke chapter 20, verses 35 and 36. Da steht Folgendes. Jesus sagt, welche aber gewürdigt werden,
jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Also wir sehen hier, dass wir, bevor wir auferweckt werden und den Engeln gleich gemacht werden, was muss zunächst mit uns passieren? So we can see here that when we're resurrected and that we are placed as equals with angels, what must first take place? Genau, wir müssen als würdig befunden werden. We have to be found as righteous, as worthy. Ja, deswegen, wir sehen hier, es muss also eine Untersuchung unserer Fälle stattfinden, bevor Jesus uns diesen Lohn bringen kann, das ewige Leben. So before Jesus can bring us this reward of eternal life and we're placed equal with angels, there must be an investigation of our cases that take place. Und wir haben auch ein Zitat von Schwester White dann noch gelesen. And we read a quote from Ellen White. Und das finden wir hier auf Seite 212. On page 212 of your notes. Das Christi Gleichnissen. From Christ's Object Lessons. Und da lesen wir das Fettgedruckte nochmal. And we're just going to read the bold print. Da steht, ehe die Belohnung gegeben wird, das ist die Belohnung, die Jesus mit sich bringen wird, so the reward that Christ will bring with him, muss entschieden sein, wer geschickt ist, am Erbteil der Gerechten teilzunehmen. Diese Entscheidung muss vor der Wiederkunft Christi in den Wolken des Himmels getroffen werden. Denn wenn er kommt, ist sein Lohn mit ihm zu geben, einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Und dann den nächsten Satz, den Satz, wo das nächste Fettgedruckte drin steht. Also the bold print towards the bottom. Da steht, während die Menschen noch hier auf Erden leben, findet das Untersuchungsgericht im himmlischen Gerichtshof statt. Das Leben aller, die da bekennen, seine Nachfolger zu sein, wird von Gott in einer Untersuchung unterworfen. Alle werden nach den Berichten in den Büchern des Himmels geprüft. Und das Schicksal eines jeden wird nach seinen Werken auf ewig festgestellt. Also, was sagt sie hier? Wenn dieses Gericht stattfindet und wir gewürdigt werden oder eben nicht, basierend auf was für einem Kriterium wird diese Entscheidung getroffen werden? So what's she telling us here, when we are considered worthy or not, what is the criteria that decides or determines that outcome? Genau, es sind die Berichte in diesen Büchern, in diesen himmlischen Büchern, die Gott durchschaut. It's the record that's written in the books that the Lord will look upon. Ja, also wir werden zu dem Zeitpunkt, sind wir hier noch auf Erden und es findet in den himmlischen Höfen statt. So she's telling us that we here, while we're alive on the earth, that this judgment is going on in the heavenly courts. Und es ist basierend auf den Büchern, die Gott über einen jeden Menschen führt. And it's based, that judgment is based upon the books that the Lord has in heaven that's written about every one of our lives. Und wir haben auch dann darüber gelesen, dass diese Sünden ausgetilgt werden sollen aus diesen Büchern. And we also read that these sins are to be blotted out of this book, out of these books. Wir wollen uns diese Bücher jetzt noch mal ein wenig anschauen. And we're going to take another look at these books. Denn da gibt es verschiedene Bücher, die Gott hat. Because there are different books that God has in heaven. Und das findet ihr jetzt auf Seite 215. And on page 215 of your notes. Dort lesen wir zunächst einmal Daniel 7, Verse 9 und 10. In Daniel chapter 7, verses 9 and 10. Und auf diese Szenerie, die hier in Daniel 7 beschrieben wird, da werden wir noch öfters mal zurückkommen. And this scene that's portrayed here in Daniel chapter 7, we're going to fall back upon this as we go through the studies. Jetzt wollen wir es einfach nur aus dem Lichte betrachten, dass hier erwähnt wird, dass wenn das Gericht sich setzt, Bücher geöffnet werden. So at the moment we just want to take a look at it out of the standpoint that when the judgment is set, that books are opened. Ja, und im nächsten Bibelvers sehen wir dann, dass basierend auf diesen Büchern diese Entscheidung getroffen wird. And we're going to see in the next verse after that that based upon these books that a decision is made and determined upon each one of us. Also lesen wir Daniel 7, Vers 9 und 10. Daniel 7, 9 and 10. Solches sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und seine Rede ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich
und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm emselig und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Also hier sehen wir, dass wenn das Gericht sich setzt, dann schaut es jetzt in diese Bücher hinein. So you can see here when the judgment is set that it's that point where the books are opened. Und in Offenbarung 20, Vers 12, da steht: Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan. Das ist das Buch des Lebens. Also, was macht die Bibel jetzt hier? Sie sagt, es wurden Bücher aufgetan und es wurde ein anderes Buch aufgetan. Wie heißt das? Das Buch des Lebens. So in Revelation 20:12 it tells us that books were opened in heaven, but then another book was opened, which is described here as the book of life. Also was sagt uns das über die Bücher? So what does that tell us about the books? Gibt es da nur ein einziges Buch im Himmel? Is there just one book? Nein, es muss mindestens zwei verschiedene Arten von Büchern geben. There are at least two different types of books, as we've so far read. Und es steht dann hier weiter. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Also hier sehen wir, dass ja, die Leute, die, oder wir alle werden nach den Werken, die in diesen Büchern geschrieben stehen, gerichtet. So we're all going to be judged according to what is written in these books. Es steht weiter in Malachi 3, Vers 16, dort wird auch ein weiteres Buch beschrieben. Also wir haben einmal das Buch des Lebens hier in Offenbarung beschrieben gehabt. So Malachi verses 3:16, we see that there's another book. So we've already seen in Revelation 20, verse 12, that there's the book of life. Also wir haben das Buch des Lebens hier. Und jetzt lasst uns Malachi 3, Vers 16 lesen. Malachi 3:16. Dort steht, da besprachen sich auch die Gottesfürchtigen miteinander und der Herr merkte darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Also was für eine Art von Buch wird jetzt hier erwähnt? So what kind of book is described here? Genau, es ist ein Gedenkbuch. It's a book of remembrance. Und ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch der Erinnerung, denn so steht es im Englischen und so benutzt es auch Ellen White. Ja, also es gibt dieses Buch der Erinnerung. Und was sehen wir hier? Was wurde dort hineingeschrieben? So, and what was written in this book of remembrance? Was sagt Malachi 3, Vers 16? What does Malachi 3:16 tell us? Irgendjemand? Da steht ja, dass sich die Gottesfürchtigen miteinander besprochen haben. Genau. Ja, also ist das dann eine gute Tat oder eine schlechte Tat? So, it was the righteous that spoke with each other. Is that a good thing or a bad thing? Gut. Ja, gut. Also hier sehen wir, in diesem Buch der Erinnerung werden unter anderem die guten Sachen vermerkt. So you can see here in the book of remembrance there are good deeds that are written. Aber lasst uns schauen, ob Gott auch die schlechten Taten aufschreibt. But we want to also take a look and see if God writes down all of the evil or that is done. Lasst uns in Jeremia 2 Vers 22 lesen. In Jeremiah 2:22 da steht, denn obwohl du dich mit Lauge wäschst und viel Seife nimmst, ist deine Missetat von mir markiert, spricht Gott, der Herr. Also, was markiert Gott ebenso? So, what is God marking also? Genau, unsere Missetat. Your iniquity. Ja. Und auch in 5. Mose 32, Deuteronomy 32:33, in Versen 33 bis 34 sagt er, ihr Wein ist Drachengeifer und wütendes Otterngift. Ist solches nicht bei mir aufbewahrt und in meinen Archiven versiegelt? Also hier sehen wir, dass der Herr ganz genau diese Sachen aufzeichnet und aufbewahrt. Ja, er hat sozusagen Archive. So we can see here that the Lord stores these things up, that there's an archive and they're sealed up among his treasures.
Nun, lasst uns hier den nächsten Text aus dem großen Kampf lesen. So, in Great Controversy, also beginning on 2:16. Da hat sie ein ganzes Kapitel über das Untersuchungsgericht. She's writing a whole chapter about the investigative judgment. Und das kann ich euch nur empfehlen, euch das selbst durchzulesen. And I can only recommend everyone to read it for themselves. Dort spricht sie jetzt über diese Bücher. She speaks about these books. Dort steht, die Bücher des Himmels, in denen die Namen und Taten der Menschen verzeichnet stehen, werden die Entscheidungen des Gerichts bestimmen. Also hier sehen wir wieder, dass es die Bücher sind. So she's telling us here about the books. Der Prophet Daniel sagt, das Gericht ward gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Der Schreiber der Offenbarung fügt bei der Schilderung desselben Vorgangs hinzu, ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Das Buch des Lebens enthält die Namen aller, die jemals in den Dienst Gottes getreten waren. Also, was steht jetzt hier im Buch des Lebens? So, what does she tell us is written in the Book of Life? Alle Namen, die von sich behaupten, dass sie Christen sind. Genau. All the names of all who have entered into the service of God. Ja. Also ich schreibe jetzt Namen aller bekennenden Christen. The name of all who profess to be Christians. Okay, lass uns weiterlesen. Let's read on. Jesus sagte zu seinen Jüngern, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also das ist dann ein Bezug auf dieses Buch des Lebens. Paulus spricht von seinen getreuen Mitarbeitern, deren Namen sind in dem Buch des Lebens, Philipper 4,3. Im Hinblick auf eine solche trübselige Zeit, wie sie nicht gewesen ist, erklärte Daniel, dass Gottes Volk errettet werden soll, und zwar alle, die im Buch geschrieben stehen. Daniel 12,1. In der Offenbarung heißt es, dass nur solche Menschen die Stadt Gottes betreten dürfen, deren Namen geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Offenbarung 21, 27. Also betrifft das folglich uns? So, does this affect us? Ja, sind wir Christen, die bekennen, Jesus zu folgen? Are we Christians that profess to follow Christ? Ja, deswegen, bei deiner Bekehrung, ja, wurde dein Name dort in dieses Buch des Lebens aufgenommen. So when you repented and found the Lord, your name was written in these books. Aber es muss dann ja jetzt noch eine Untersuchung stattfinden. But there has to be an investigation that takes place. Ob dein Name da drin bleibt auch am Schluss. As to whether your name is going to remain in that book at the close. Und das wird jetzt durch dieses andere Buch entschieden. And that's going to be determined based upon this other book. Durch dieses Buch der Erinnerung. The Book of Remembrance. Und darüber lesen wir jetzt weiter. And we're going to read about this as we continue to read. Da steht, ein Gedächtnisbuch ist vor dem Herrn geschrieben worden, worin die guten Taten aller Menschen berichtet stehen, die den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Also hier sehen wir wieder, im Buch der Erinnerung sind einmal die guten Taten. So in the Book of Remembrance there is on the one side all of the good deeds verzeichnet, that are written down. Und lasst uns weiterlesen. And we'll read on. Ihre Worte des Glaubens, ihre Taten der Liebe stehen im Himmel verzeichnet. Nehemia bezieht seine Worte darauf, wenn er sagt, gedenke mein Gott mir daran und tilge nicht aus meine Barmherzigkeit, die ich an meines Gottes Hause und an seinem Dienst getan habe. Im Gedächtnisbuch Gottes wird jede gerechte Tat verewigt. Dort findet sich jede widerstandene Versuchung, jegliches überwundene Übel, jedes ausgesprochene Wort zärtlichen Mitleids gewissenhaft berichtet. Jede aufopfernde Tat, jeder um Christi willen ausgestandene Schmerz oder Kummer sind dort eingetragen. Der Psalmist sagt, zähle die Wege meiner Flucht, fasse meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Stehen sie nicht in deinem Buch?
Also hier sehen wir, ja, in diesen Büchern werden also unsere Taten, ja, unsere gerechten Taten hier verzeichnet. Aber ja. So she's telling us in these books that all of our righteous deeds are recorded. Aber können wir aus uns heraus gerechte Taten vollbringen? But can we do of ourselves any righteous deeds? Ist das jetzt Rechtfertigung aus Werken? Is that not righteousness through works? Also was sind gerechte Taten vor Gott? So what are righteous deeds in God's eyes? Genau. Gehen wir mal zu Epheser. Turn to Ephesians. Kapitel 1. Chapter 1. Denn in Johannes 15 sagt ja Jesus über sich, getrennt von mir könnt ihr gar nichts tun. And John tells us in chapter 15 that Jesus tells us in John chapter 15 that apart from me you can do nothing. Und was bedeutet das, Geschwister? And what does that mean? Hast du als ungläubiger Mensch irgendwas ohne Jesus getan? Have you as a non-believing person done anything apart from Christ? Hast du irgendwie dein eigenes Geschäft eröffnet? Did you open your own business? Hast du zum Beispiel deine Familie gegründet ohne Jesus? Did you start a family without Christ? Hast du deinen Abschluss ohne Jesus gemacht? Did you finish your exams in school or university without Christ? Also ich weiß, ich habe ziemlich viel ohne Jesus gemacht früher. I know in my life that I've done quite a lot without Jesus. Also was meint das, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun? What does Jesus mean when he tells us that without me you can do nothing? Genau. Ja, Ellen White sagt ganz klar, das bedeutet, wir können keine vor Gott wohlgefällige Tat ohne Jesus tun. He's telling us that we can do no righteous deeds without Christ. Denn was ist unser natürlicher Zustand vor Gott? Then what is our natural condition in God's eyes? Gehen wir mal, bevor wir zu Epheser 1 gehen, gehen wir mal zu Römer Kapitel 8. So before we turn to Ephesians chapter 1, turn to Romans chapter 8. Und lesen wir Vers 5 bis 7. And we'll read the verses 5 through 7. Und vor allem Vers 7 ist der entscheidende Vers. And verse 7 being the detrimental verse. Römer 8, Verse 5 bis 7. Da steht, denn diejenigen, die gemäß der Wesenart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesenart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Also was sagt die Bibel, wenn wir in einem unbekehrten Zustand sind, was können wir dann nicht tun? So what does the Bible tell us when we are not walking with Jesus that we can't do? Please God. Richtig, wir können Gott nicht wohlgefallen. We can't please God. Denn es steht hier, ja, dass das Trachten unseres Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. And it tells us that the carnal mind is enmity against God. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Because it can't be subject to the law of God. It doesn't submit itself to the law of God, neither indeed can it be. Also es kann es nicht tun. Deswegen kannst du ohne Christus irgendwas Wohlgefälliges tun vor Gott. So can we without Christ do any righteous deeds? Nein. No. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Christ says, without me you can do nothing. Aber was sagt Paulus? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. So what does Paul Christus. Say? He says, I can do all things through Christ who strengthens me. Ja. Und gehen wir jetzt zu Epheser Kapitel 1. And in Ephesians chapter 1. Und dann lesen wir Vers
Connor, wo ist der Vers nochmal? Weißt du es? Welcher? Wo es heißt, dass wir die Werke in Christus tun. Epheser 2, Vers 8. Ah, danke schön. Da ist er, genau. Epheser 2, Vers 8. Dort steht, denn aus Gnaden seid ihr rettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also wer hat diese guten Werke hier vorbereitet? Also Ephesians 2, Vers 8 through 10. And who is it that ordained these good works in us? Genau, ja, es ist... Ja, in Vers 10 steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Deswegen, wenn irgendwelche guten Taten dort in diesem Buch der Erinnerung aufgenommen werden, so if there are any good deeds that are going to be written in this book of remembrance, dann sind das die Werke, die Gott in uns und durch uns getan hat. Then it's the works that God ordained to be done in us and through us. Ja, das ist also Gottes Werk in uns. It's God's work in us. Und deswegen können wir uns auch nicht dann sozusagen unsere eigenen Güte rühmen. And for that reason we can boast of nothing. It's nothing of ourselves. Aber gehen wir jetzt zurück zum großen Kampf, zu dem Zitat. So back to the great controversy, the quote we were reading. Sie spricht jetzt weiter über dieses Buch der Erinnerung, was noch dort weiterhin verzeichnet ist. She continues to speak about the book of remembrance. Da steht, es wird doch dort auch ein Bericht über die Sünden der Menschen geführt. Also was steht noch in diesem Buch drin? So what is written also in this book of remembrance? Genau, die Sünden. It is the sins of men. Und kommen die Sünden aus uns heraus oder sind die auch von Gott gewirkt also, in uns? The sins, do they come from us or are they also ordained of God? Ja, das sind dann unsere Sachen. That's ja. Us, that's our works. Okay. Und die katholische Lehre würde ja sagen, dass Gott folgendermaßen richtet. Er wiegt jetzt sozusagen deine ganzen guten Taten gegen deine ganzen Sünden ab. Und wenn deine guten Taten überwiegen, dann kommst du in den Himmel und das war's. Also the Catholic teaching is that God will measure on the balances your good deeds measured against your evil deeds, and if your good deeds outweigh your evil deeds, then you'll be in heaven. Aber wenn deine bösen Taten deine guten Taten überwiegen, dann kommst du in die Hölle. But if your evil deeds outweigh your good deeds, then you go to hell. Aber wir werden sehen, dass es bei Gott anders abläuft. But we're going to see that in reality with God things are determined completely differently. Nämlich, dass deine guten Taten nicht mal eine kleinste Sünde wieder gut machen können. That your good deeds cannot atone for one single sin. Sondern sobald dort eine Sünde in diesen Büchern steht, in diesem Buch der Erinnerung, so as soon as one single sin is in this book of remembrance, wärst du verloren für alle Ewigkeit. You would be lost for all eternity. Wenn Gott nicht einen Erlösungsplan geschaffen hätte, if God did not have a plan of redemption, wie diese Sünden vergeben werden könnten, as to how these sins could be forgiven, und sogar dann aus diesen Büchern ausgetilgt werden könnten. And then removed or blotted out from these books. Und preis den Herrn, dass Gott so einen wunderbaren Plan erschaffen hat. And we praise the Lord that he's got such a wonderful plan in place. Deswegen, es besteht Hoffnung für uns Geschwister. There's hope for us, brothers and sisters. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass in meinem Buch diese Spalte überwiegt gegenüber dieser Spalte. Then I'm pretty sure that in my book the unrighteous deeds far outweigh any righteous deeds that I may have done through God's providence. Und dass ich einen Erlöser brauche. And that I need a redeemer. Und dass ich einen Mittler brauche. And that I need someone who stands in my and defends my case. Und der letztendlich dafür sorgt und mich endgültig gerecht sprechen wird, wenn mein Fall entschieden wird. And that he'll stand and fight my case and speak me righteous when my case comes up.
sodass diese Sünden für immer ausgetilgt werden können. So that these sins would once and for all be removed and blotted out. Aber wir werden noch sehen, dass wenn auch nur eine Sünde in diesem Buch übrig bleibt, but we're going to see that if just one single sin remains in these books, weil wir sie nicht bekannt und bereut haben, because we have not confessed or repented of them, dann wird diese eine Sünde mein Heiland davor leider abhalten müssen. Then this one sin would stop my Redeemer. Diese Sünden letztendlich austilgen zu können. It would prevent my Redeemer from blotting out this one sin. Es ist entweder ganz oder gar nicht. It's all or nothing. Und jeder von uns hat seinen Fall dort oben in den himmlischen Gerichtshöfen, der entschieden werden muss. Every single one of us has their case written in the books of heaven that is to be determined. Und wir treffen täglich hier auf Erden die Entscheidung, wie diese Entscheidung dort ausfallen wird. And every single day that we are here on earth, we are predetermining the decision that will be made in heaven. Lass uns das Zitat noch zu Ende lesen. Let's read this quote to its end. Steht, es wird doch dort auch ein Bericht über die Sünden der Menschen geführt. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Also wie viel wird Gott vor Gericht bringen? So, how much is God going to bring into judgment? Ganz genau, alles. Everything. Ja, sei es auch verborgen. Whether it's hidden. Gut oder böse. Good or bad. Du kannst nichts vor Gott verbergen. You can't hide anything from the Lord. Ja, du kannst versuchen, wie Adam und Eva wegzulaufen. So you can try like Adam and Eve to run and hide. Du kannst versuchen, wie Adam und Eva dir Feigenblätter zu machen. You can, like Adam and Eve, try to cover your nakedness. Aber es wird nichts nützen. But it's not going to have any effect. Du kannst Gott nicht belügen. You can't lie to God. Du kannst dich nur selbst belügen. You can only lie to yourself. Du kannst dich versuchen, in der Sünde zu rechtfertigen. You can only try to justify yourself in your sins. Aber das wird dich dein ewiges Leben kosten. But it will cost you eternal life. Deswegen lasst uns zu unserem Heiland gehen, denn er steht dort zwischen dem Vater und uns. So brothers and sisters, let us turn to our Redeemer, because he stands between God and us. Und er ist dort, der für uns Fürsprache vertritt. And he is the one that speaks on our account. Und er ist derjenige, der uns retten kann von unseren Sünden. And he's the only one that can save us from our sins. Und für wie viele Menschen ist Jesus gestorben? And for how many people, for how many human beings is God, is Jesus, did Jesus die? Für alle. For everyone. Das heißt, Gott hat damit zum Ausdruck bringen wollen, dass jeder Mensch gerettet werden kann, wenn er möchte. So God basically wants to say that every single person can be saved if they so choose. Die Entscheidung liegt bei dir ganz persönlich. The decision is yours personally. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. You can't serve two masters. You cannot serve God and Mammon. Wir müssen eine klare, deutliche, entschiedene Stellung für den Herrn einnehmen. We have to take a clear and precise stand for the Lord. Steht weiter geschrieben. Der Heiland sagte, die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Was für Worte sprechen wir? So, what words are we speaking? Was für eine Botschaft verbreiten wir? What message are we proclaiming? Ist es das in Harmonie mit Gottes Wort? Is the message that we're proclaiming in harmony with God's word? Oder verkündigen wir einen falschen Gott? Or are we preaching a false God? Wir müssen für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. We will need to give an account for every word that we speak. Deswegen, was sind die praktischen Implikationen davon, Geschwister? What's the practical implications of this? Wenn wir sowas wissen, so eine Information von Gott bekommen, when we have received such information, such knowledge from God. Was ist das für ein Aufruf an dich? What does that mean for you?
Buße tun. Buße tun. Repent. Sicherstellen, dass man die richtige Botschaft gibt. Sicherstellen, dass man die richtige Botschaft gibt. Make sure that we're presenting the right message. Was sonst noch? Unsere Worte beachten. Unsere Worte achten. Take care of our words. Woher kommen denn unsere Worte? Where do our words come from? Aus unserem Herzen. Jesus sagt, was, wovon das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Deswegen, wo möchte, wenn Jesus uns sagt, wir werden Rechenschaft ablegen müssen von jedem Wort, worauf möchte er also den Finger zeigen? When Jesus says we need to give an account for every word, where is he placing his finger? Auf unser Herz, ganz genau. On our heart. Ja. Deswegen, schon die Sprüche sagen, über alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In Proverbs it says, above all, take care of your heart, because out of it springs words of life. The issues of life, thank you. Ja, deswegen, wir müssen uns von Gott durchforschen lassen. Was mussten die Juden während des großen Versöhnungstages tun? So we have to allow ourselves to be tested by God. And what did the Jews have to do before the great day of atonement? Als ihre Fälle im Typos dort vor Gericht kam. When their cases in type came before judgment. Fasted. Wir haben gefastet, okay. They fasted. Was sonst noch? Ja, sie haben sich von vor Gott gedemütigt. They humbled themselves before the Lord. Sie haben ihn angefleht, Herr, zeige uns, ist da noch was? They begged that the Lord would show them if there is anything still that's been unconfessed. Denn sie wussten, dass wenn da etwas ist, was dann unbekannt oder nicht bekannt worden ist, then they knew if there was any single sin that had not been confessed. Dann hat das Gesetz gesagt, dann hätten sie von der Versammlung abgeschnitten werden sollen. Then the law had already condemned them to be separated from the society of the Israelites. To be cut off. Deswegen genau dieses Werk müssen auch wir jetzt tun, Geschwister. And it's the same work that we need to do now, brothers and sisters. Gott prüft unsere Ernsthaftigkeit. God is testing to see whether we are sincere. Er prüft, ob wir einfach nur Lippenbekenntnisse machen. He's testing us to see if we are just professing Christians. Beten wir einfach nur, lieber Gott, bitte zeig mir meine Sünden? Are we just praying, dear God, show me my sin? Und in Wirklichkeit meinen wir das gar nicht so? But in reality we don't really care. Oder harren wir aus vor Gott und sagen, Herr, dein Wort sagt, da ich bin so ein gefallenes Wesen? Or are we holding on to God and asking and begging that he would show us? Da muss doch was in deinen Büchern stehen, was gegen mich zeugt. There must still be something in your books that testify against me. Zeig es mir. Please show it to me. Zeig es mir. Show me. Und ich gehe da nicht sofort wieder weg. And I don't get up and go away immediately. Wenn mein Gebet nicht direkt beantwortet wird. If my prayer has not been answered. Sondern ich halte mich an dem Arm des Allerhöchsten fest. I hold on to the arm of the Lord. Und sage, Herr, bitte, bitte. I beg you, Lord. Und ich kann euch garantieren, der Herr wird es euch zeigen. And I'm guaranteeing you, the Lord will show you. Lass uns nochmal zu Jeremia Kapitel 17 gehen. Turn to Jeremiah chapter 17. Und lesen wir dort Vers 9. And we're going to read verse 9. Danach auch Vers 10. And 10. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleische viel Gutes wohnt. Paul said, I know that in my flesh there's lots of good things that live there. Nein, er sagt, da wohnt nichts Gutes. No, he said, there is no good thing that lives in me. Denn er weiß, was Jeremia gesagt hat. Because he knows what Jeremiah has written. Und Jeremia sagt hier Folgendes in Vers 9. And in verse 9 Jeremiah tells us the following. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Frage an euch, wer kann es ergründen? Who can know it? Kannst du es ergründen? Can you know your own heart?
Was sagt denn die Bibel? What does the Bible say? Vers 10. In verse 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. It says, I, the Lord, search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruits of his doings. Also wer ist es, der das Herz in deiner Brust kennt? So who is it that knows the heart that's in your chest? Es ist der treue und wahrhaftige Zeuge. It is the true and faithful witness. Und was sagt der treue und wahrhaftige Zeuge? And what does the true and faithful witness say? Lass uns zu Offenbarung Kapitel 3 gehen. Turn to Revelation chapter 3. Was sagt Regel Nummer 1 von den Regeln von Miller? What is the first rule in William Miller's 14 rules? Jedes Wort muss eine angemessene Bedeutung haben. Richtig. Jedes Wort muss eine angemessene Bedeutung haben. Ja, jedes Wort ist wichtig in der Bibel. Every word must have its place. Gott hat nicht einfach irgendwelche Worte gewählt, wie er lustig war. God did not just choose any arbitrary words. Und so auch, wenn Jesus sich jetzt hier vorstellt, und zwar in Offenbarung 3, Vers 14, and so when Jesus shows us in Revelation 3, verse 14, dann tut er das mit einer gewissen Absicht. Then he's doing it intentionally. Denn er sagt, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Also, wenn Jesus sagt, dass er der treue und wahrhaftige Zeuge ist, was möchte er unbedingt sicherstellen damit? So when Jesus tells us that he is the faithful and true witness, what does he want to assure? What does he want to ensure here? Dass das, was er dann sagt, wirklich wahr ist. Richtig, genau. Ja, dass das, was er sagt, absolut wahr ist. He wants to ensure that we understand that when he says something, it means exactly what it says. Hat Petrus ihm geglaubt, als er Petrus gesagt hat, du wirst mich heute verleugnen? Did Peter believe him when Jesus says, today you will betray me? War Jesus da auch schon der treue und wahrhaftige Zeuge? Was Jesus also the true and faithful witness then? Deswegen das Gleiche sagt der Herr uns hier am Ende der Welt. So the Lord is saying the same thing to us here at the end of the world. Er sagt uns ebenso, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. He's telling us, before the cock crows, you will betray me three times. Es sei denn, dass du Gold von ihm kaufst. Unless you buy of me gold tried in the fire. Es sei denn, dass du diese weißen Kleider kaufst. Unless you buy white the robes of righteousness, white raiment. Oder diese Augensalbe. Or the eye salve. Deswegen, wir müssen das ernst nehmen, Geschwister. We need to be serious, brothers and sisters. Wir haben diesen Fall dort oben im Gericht. We have our case that's open before the Lord in the judgment. Und wir müssen, it's not open yet, but we have the case. We have the case that's before God. Und wir müssen sicherstellen, dass wenn unser Fall aufgerufen wird, and we have to be sure that when our case is called up, dass wir dann im Buch der Erinnerung alle Sünden vergeben haben. That we are sure that in the book of remembrance that all of our sins have been forgiven. Deswegen, was bist du bereit dafür zu tun, um das zu erfahren, wie es, was in deinen Büchern steht? What are you willing to do to ensure that that would be the case? Lass uns zurück zum Ellen White Zitat gehen. Let's go back to our quote in our notes. Die geheimen Absichten und Beweggründe erscheinen in jenem unfehlbaren Verzeichnis. Denn Gott wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und den Rat der Herzen offenbaren. Siehe, es steht vor mir geschrieben, beide, ihre Missetaten und ihre Väter Missetaten miteinander, spricht der Herr. Also sie möchte uns klar machen, wir können nichts vor Gott verbergen. So he wants to make clear that we understand that we can't hide anything from the Lord.
Und wir werden noch die nächsten zwei Zitate lesen. And we're going to read the next two quotes as well. Und dann werden wir zum Abschluss des ersten Vortrags kommen. And we'll close with this first presentation today. Die Menschen mögen vergessen. Die Menschen können ihr falsches Handeln verleugnen. Aber es wird im Buch der Erinnerung festgehalten. Und am großen Tag des Gerichts, wenn die Menschen nicht bereuen und demütig vor Gott wandeln, werden sie dieser schrecklichen Aufzeichnung so begegnen, wie sie ist. Wenn sie bereuen und die Furcht des Herrn vor ihnen bewahren, werden ihre Sünden ausgetilgt werden. Also was sagt sie hier? Was kann passieren in deinem Leben mit deinen Sünden? So, what's she telling us here? What can happen in your life with your sins? Du kannst sie verleugnen. Ja, das erste, was sie sagt, du kannst sie vergessen. Okay, you can forget them. Ja, Gott kann dich über eine gewisse Zeitspanne überführt haben. So, God could have brought conviction upon your heart over a period of time. Aber du hast dich dagegen gesträubt. But you've stood against it. Du hast gesagt, ich mach das nicht. You've said, I'm not gonna do that. Und dann? And then? Hat Gott dich gehen lassen. God lets you go. Hat gesagt, okay. Okay. Und du vergisst diese Sünde. And you forget that sin. Weltliche Sorgen kommen. Worldly cares and troubles come. Vielleicht ja, studierst du weiter deine Bibel, aber an diesen Gedanken verschwendest du oder du verschwendest keine Zeit mehr mit diesen Gedanken. Perhaps you continue to study your Bible, but with this one particular thought, this one particular sin, you don't spend any more time thinking about it. Du magst es vergessen haben. Perhaps you forgot it. Hat es Gott vergessen? Has God forgot it? Haben es die Bücher vergessen? Has the books forgotten it? Nein. No. Aus diesem Grund, Geschwister, musst du sicherstellen, dass dir das nicht passiert. For that very reason, brothers and sisters, you need to be sure that that doesn't happen to you. Du musst es wissen für dich. You have to know. Was hat Jakob angetrieben, als er dort mit Christus gerungen hat? What drove Jacob when he was wrestling with Christ? Was wollte er haben? What was he determined to have? Er wollte den Segen, aber er wollte eine ganz bestimmte Gewissheit haben. He wanted the blessing, but he wanted a very particular assurance. Richtig, dass seine Sünde, die er damals gegenüber seinem Bruder und gegenüber seinem Vater begangen hat, he wanted the assurance that the sin that he had committed against his brother and against his father, dass sie vergeben ist. It was forgiven. Deswegen, diese Gewissheit brauchen auch wir, Geschwister. We need that self-same assurance, brothers and sisters. Denn wir haben euch diese Woche über gezeigt, dass bald eine Zeit der Trübsal über uns kommen wird. Then we've demonstrated this week that very soon there is going to be a time of trial and perplexity that's going to break upon us. Satan wird dich aufs Äußerste versuchen dürfen. Satan is going to be able to test you to the utmost. Und wenn du ein Gewissensproblem hast, weil du da Sünden hast in deinem Leben, die du bisher nicht bereinigt hast. And if you have a spot on your conscience because you have a sin in your life that you have not covered with the blood. Und es Satan sein wird, der dich daran erinnert, nicht der Heilige Geist. And it's Satan that then reminds you of this and not the Holy Spirit. Denn sowohl der Heilige Geist kann dich an Sünden erinnern, als auch Satan. So the Holy Spirit can remind you of your sin, but so can Satan. Ja, aber wenn Satan dich an deine Sünden erinnert, but when Satan reminds you of your sin, dann tut er nicht das, was der Heilige Geist tut. He's not going to do what the Holy Spirit does. Denn was tut der Heilige Geist? What does the Holy Spirit do? Er überführt dich von Sünde. He convicts you of sin. Aber wo führt er dich dann als nächstes hin? But where does he take to you the next? Genau, zur Gerechtigkeit, zu Jesus. Righteousness, to Christ. Aber wenn Satan dich von Sünde überführt, wo führt er dich dann hin? But when Satan convicts you of sin, where does he take you to? Ganz genau. Er überspringt den zweiten Schritt und bringt dich sofort zum dritten ins Gericht. So he jumps the second step of bringing you to Christ and takes you straight to the judgment. Und er sagt, du wirst niemals im Gericht bestehen können. And he tells you, you're never going to be able to stand in judgment. Ja. Und deswegen, ja, bereitet euch vor, Geschwister. And for that reason, prepare, brothers and sisters. Denn die
Prophetie sagt uns, dass die meisten von uns abfallen werden. Prophecy tells us that most of us will fall away. Und es liegt an deiner persönlichen Entscheidung. And it's all determined on your own personal decision. Nächstes Zitat. The next quote. Wie auffallend ist die Einflusskraft, wie sie hier dargestellt wird. Und wie notwendig ist es für jeden von uns, den Charakter unseres Einflusses zu kennen, wenn diese erste Sünde eine solche Flut von Leid über unsere Welt bringen konnte. Ich spreche jetzt vom Sündenfall. Es wurde nicht eine böse Tat vollbracht, ohne dass ein unsichtbarer Zeuge sie markiert und ihren Einfluss von einer Person zur anderen verfolgt hat und dass es eine treue Aufzeichnung davon gemacht wurde. Also was tut Gott auch, wenn du sündigst, was tun Engel? So, when we sin, what are angels doing? Ja, sie zeichnen es auf, aber was zeichnen sie genau auf? They're recording it, but what exactly are they recording? Was ist für Folgen? Ganz genau. So, the effects. Das ist die, sind die Folgen, die die Engel ebenso vermerken. Denn sie sehen ganz genau, deine sündige Tat hat jetzt den Einfluss hervorgerufen bei diesem Bruder oder dieser Schwester. Und das wiederum hat einen Folgeeffekt. Er mag dann andere beleidigen oder grantig werden oder was auch immer. So they're writing down the effects that your sin has upon this person or that person, causing them to have something against you or even to sin themselves. Deswegen, das sind auch Sünden, die in den Büchern stehen, die gegen dich zeugen werden. These are sins that are written in the books against us. Wenn die Menschen nur die Aufzeichnungen der Vergangenheit lesen könnten, würde ein sehr feierlicher Eindruck auf ihr Gemüt hinterlassen werden. Der Werdegang der Zukunft würde sich in ihrem Charakter verändern. Also sie sagt, wenn wir doch nur wissen würden, was da eigentlich in diesen Büchern gegen uns zeugt. She's telling us, if only we knew what's written in these books to testify against us. Was würde mit unserem Leben passieren? What would happen to our lives? Was sagt sie hier? What does she say? Der Werdegang der Zukunft würde sich in seinem Charakter verändern. She's telling us the record of the future would be altogether changed in its character. Du würdest ein anderes Leben führen. You'd live differently. Deswegen geh auf deine Knie. For that reason, brothers and sisters, get on your knees. In deinem Kämmerlein. In your closet. Und ringe es mit Gott aus. And wrestle this with God. Wenn du ein verändertes Leben haben willst. If you want to have a changed life. Wenn du ein Leben haben willst, das eng mit Christus wandelt. When you want to have a life that walks together with Christ. Dann flehe den Herrn an, dass er dir zeigt, was da in diesen Büchern aufgezeichnet ist. And beg that the Lord would show you what's written in these books. Und was immer er dir dann offenbaren wird. And whatever he reveals to you. Ja, setze alles daran, dass dies bereinigt wird. Put everything into it that's going to be cleansed. Und dein Leben wird sich verändern. And your life will change. Sie würden sehen, dass die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist und dass ihre Lebenserfahrung dem Weg des Herrn entsprechen muss. Was für eine Szene wird sich ereignen, wenn Jesus das Buch der Erinnerung öffnet und von seinen treffsicheren Seiten die Geschichte jeder Seele liest? Und das wird bald der Fall sein. And that's about to be the case, brothers and sisters. Und wir werden auch noch uns anschauen, wann diese Szene stattfindet, wann Jesus dieses Buch der Erinnerung öffnen wird. And in our presentations we're going to take a look at when exactly that is, when Jesus opens these books of remembrance. Lass uns jetzt mit einem Gebet abschließen. Shall we close with prayer? Vater im Himmel, Father in heaven, wir wissen basierend auf deinem Wort, based upon your word we know, dass das Untersuchungsgericht bereits angefangen hat, that the investigative judgment has already begun. Und wir werden auch bald studieren, wann es zu den Lebenden übergehen wird. And we're going to study and see when it's going to spring over to the living.
wenn unsere Fälle dort in deinem himmlischen Gericht aufgerufen werden. When our cases are going to be called up in the heavenly courts. Und dann wird unser Fall für alle Ewigkeit entschieden werden. And then our case is going to be determined for all eternity. Dann wird es kein Zurück mehr geben. There's no changing. Keine Möglichkeit mehr. No possibility to change it. Es wird alles zu spät sein. It would all be too late. Deswegen bitten wir dich, himmlischer Vater. For that reason we're asking you, dear Lord. Bitte hilf uns und zeige jedem Einzelnen von uns auf, help us and show each one of us, was in deinem Buch der Erinnerung steht, what is written in the book of remembrance, was dort aufgezeichnet ist in unserem persönlichen Leben. What's written about our own personal lives. Herr, und bitte, dass wir dir keine Ruhe geben, wie Jakob. Herr, Lord, that we would not leave you alone, like Jacob. Bis wir diese Gewissheit haben, dass unsere Aufzeichnungen alle vergeben sind. Until we have the assurance that our sins are forgiven. So bitte hilf uns, Herr. Help us, Lord. Dass wir das ernst nehmen. That we would take this seriously. Und vergebe uns, wo wir es nicht bisher ernst genommen haben. And please forgive us where we've neglected to take it seriously. Bitte segne uns weiter hier an dem Sabbat. Please bless us on this Sabbath day. Und bitte erkläre uns dein Gericht. And please explain to us the judgment. Damit wir nicht mehr in Vermessenheit vor dir wandeln. So that we would not walk presumptuously before thee. Aber mit heiliger Scheu. But with holy shame. Mit demütigem Herzen. With humble hearts. Mit einem Herz, das alle Zeit nach dir ausstreckt. With a heart that is looking out to you all the time. Und das dich laufend preist für den Erlöser, den du uns gegeben hast. And that constantly praises your name for the deliverer that you've given us. So bitten und danken wir dafür in Jesu Namen. So we ask and give you thanks for these things in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.